Womit fangen wir denn mal an? Es wurde jetzt schon öfters erwähnt, dass ich langsam keine Repair Packs mehr habe, weswegen er da unten schon ganz weit am Blinken ist. Das heißt, ich sollte mal eine von den Fabriken, die ich gar nicht habe. Ich mache mal so eine kleine. Hier hinpappen und da Repair Packs herstellen lassen. Du. Bum, bum, bum. Ja, Kisten produzierende Fabriken wären dann auch noch recht weit auf der Prioritätenliste oben. Bau. Warum muss ich jetzt ein Zeug nicht bauen? Weil ich keine Eisenplatten habe. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Ich will auch immer Eisen, Kupfer, die Basic Electronic Components und also einen kleinen Kram immer schön dabei haben. Und ich habe 68 Flying Robot Frames. Warum brauche ich keine Roboter? So viel verdammt mal zu tun. GGR da? Nein, das war die falsche. Hier. Nein, hier. Weiße Chips fehlen. Okay, das wollte ich auch noch umpflanzen von unten nach oben. Kommt auch gleich. Und der Lichtbug stört mich gerade enorm hier. Ich muss irgendwie in dieses Muster auch noch die Lampen ordentlich einbringen. Also nicht die da, die können da mal raus. Sondern die anderen Lampen. So, du bau bitte. Nimm, 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 nimm. Wo waren die Repair Packs jetzt? Hier. Shift rechts, Shift links. Ruhig ein bisschen mehr. Sagen wir mal 30. 30. Und beschränken auf 2 Stacks. So, das kann jetzt erstmal eine Weile laufen. Dann. Ja, hole ich mir jetzt von Hand Eisenplatten, was nicht wirklich schlimm ist. Wow. Okay, was doch schlimm ist. Ich brauche Ärmchen. Es wurde gesagt, dass es hier ein. Inserter gibt, der schneller ist. Extra Speed Inserter. Der hier. Der ist schneller. Allerdings weiß ich jetzt nicht. Extra Speed Inserter Right Near. Right Inserter. Ist das jetzt so ein Ding, das um die Ecke das macht? Ich guck einfach mal. Ich hätte gerne einfach nur einen Extra Speed Inserter. Kein komisches links, rechts. Was ist da noch alles? Long, Near, Far und was weiß ich. Und ja, ist um die Ecke. Na gut, dann mach um die Ecke. Blub, blub. In die rote Kiste. Du bist jetzt wesentlich schneller, ja. Oh, wenn ich jetzt noch einen links rum mache, dann kann ich auch von hier noch in die Kiste reinschmeißen, richtig? Extra Speed. Left Inserter da. Okay. Das klappt auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Nächster Schritt wäre dann theoretisch das Fließband auf rot aufzustufen. Aber ich denke, das passt schon. Was ist mit euch? Ihr arbeitet gar nicht, weil... Ernsthaft, warum arbeitet ihr gar nicht? Weil ihr keine Dingensbummens habt. Transistors. Du hast keinen Transistors, weil du keinen Silicon Wafer hast. Und Silicon Wafer hat... Weil keine Zäpfchen da sind. Zäpfchen kommen nicht, weil Carbon weggeklaut wird. Gib mir mal Carbon, tu das da rein, damit wir wenigstens ein paar Zäpfchen haben. Ja, Carbonproduktion, ne? Immer und immer wieder ein Problem. Das hier ja schon ein bisschen ausgebaut, aber das reicht einfach nicht. Ich brauche bessere Mining Drills. Apropos Mining Drills, es wurde auch vorgeschlagen für den Bauxit-Außenposten, den ich geplant habe. Also diesen temporären Außenposten. Dass ich bei Yuuki doch mal gucken kann. Da gibt es ein M, das da. Und zwar kann man das mit Kohle befeuern. Das heißt, ich müsste gar keine Stromverbindung dahin bauen. Also ja, es gibt auch einen, der funktioniert ganz normal mit Strom. Guck mal, die Mining Power 4, Mining Speed 1,5 ist auch gut. Aber mit Kohle das zu befeuern klingt interessanter, weil ich dann halt keine lange Stromverbindung hin machen muss. Die den die Gegner direkt bis zu unserer Basis ziehen. Ja, so weiße Chips sind wieder auf dem Weg, aber das ja, muss alles nach oben. Eisen kann ich mir jetzt oben holen. Jetzt läuft es hier nach oben. Ich wollte nur kurz gucken, ob das sich jetzt immer noch alles hier staut. Ja, also hier unten. Alles fleißig am Arbeiten. Die Furnace sind teilweise noch MK1. Müsste alles umgestellt werden auf elektronisch.
eigentlich. Aber ja, was ist mit den MK2-Furnissen? Na, die waren wieder woanders. Hm? Da bräuchte ich Eisenplatten für. Ja, nimm Eisenplatten. So. Und Stormbreaks habe ich auch nicht noch dabei. Also kann ich jetzt einen von euch ersetzen. GZ. Sollte trotzdem okay sein. Das hier ist nicht mehr wichtig. Das heißt, ich kann das einfach so direkt dahin machen, dass sie abreißen. So. Die Stahlproduktion liegt jetzt brach, sehe ich gerade. Ist momentan kein Problem. Aber es wird nicht lange dauern, bis es ein Problem wird. Hatte ich allerdings auch schon oben angefangen, richtig? Also, ne? Stahl herzustellen? Ich guck mal. Nee. Ich hätte nur die ganzen anderen Metalle angefangen, aber Stahl noch nicht. Okay, also Stahlproduktion hier oben anschmeißen, weiße Chipproduktion hier oben anschmeißen, Kisten herstellen ebenfalls, also rot und grün und Fabriken. Das brauche ich jetzt alles in den nächsten paar Folgen. Was fehlt bei den gelben? Ja, weiße Chips. Die fehlen gerade überall. Was ist mit denen? Kann ich wenigstens die Kisten ordentlich bauen jetzt? Auch nicht gerade viele. Fehlen da auch weiße Chips? Indirekt, ja. Ne, fehlen direkt weiße Chips. Ja, super. Aber sie sind wenigstens angefordert. Also wenn sie im System auftauchen, kommen sie gleich hierher. Das sollte also soweit passen. Dann bapp ich doch mal dich dahin. Dich dahin. Dich dahin. Und stell hier Fabriken her. Nein, für die Fabriken brauche ich ein etwas größeres Gebiet. Damit ich dann sofort graue, blaue, gelbe, orangene, was es da noch alles gibt, alle in einer Reihe schön habt, damit das schick aussieht. Kisten genauso. Rote, blaue MK2, rote, blaue MK3, wenn es das überhaupt gibt. Was könnte ich jetzt hier machen? Die Transistor vielleicht? Ja, das klingt nicht schlecht. Auch wenn ich da eventuell mehr von brauche, aber mal gucken. Du. Fordere das Zeug mal an. Beschränk dich auf 3 Stacks. Und verzehnfach dich mal. Also 40, 20, 20. So. Ja, Blueprint. Verteidigungsanlage bauen. Bin ich irgendwie nicht so wirklich motiviert zu. Ah, muss ich machen. Ist schön, wie die. Hier ist hier der Radarbereich. Das kann man richtig schön sehen an den Artefakten, die hier noch sind. Also die roten Punkte da, diese Linien, die man schwach wahrscheinlich nur erkennen kann auf YouTube, ist, weil da der Radarbereich aufhört und da halt nicht aktualisiert wird. Sieht man hier jetzt besser, ne? Ja. Diese Schutzschirme, die hier auftauchen, sind auch sehr cool. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich da einmal durchmähen kann. Vor allem das hier müsste ein recht ertragreiches Gebiet sein, weil es ist keine Superbasis, so wie hier, ein recht kompakter Haufen, sondern scheinen viele kleiner zu sein. Ja. Gut, du. Während sich die weißen Chips ein bisschen erholen, baue ich an der Infrastruktur weiter. Blub, du kannst dann weg. Du warst komisch. So. Türme hatte ich automatisiert, aber blaue Kisten werden nicht hergestellt werden können. Das ist hier das Problem. Das ist kein Problem. Das Symbol sah nur so aus wie das gelbe Ausrufezeichen. Das ist ein wenig irreführend. Das schaut gut aus hier. Also ja, ist immer noch zu wenig Petroleumgas, aber wenigstens staut sich leicht Öl und Schweröl nicht. Schön, schön, schön. Rest kann ich in Ruhe lassen. Ich könnte noch mehr Flying Frames abholen. Ja. Bringt mir jetzt allerdings nicht ganz so viel. Ich könnte jetzt 7 Roboter bauen. Das bringt nichts, nee. Ich sollte mir lieber einen Überblick darüber verschaffen, was ich alles machen muss, um jetzt die weißen Chips nach oben zu bringen. Also, ich müsste dafür die Grizzlebretter nach oben bringen, aber das will ich nicht.
Weil dann müsste ich auch Rohre nach oben bringen. Ich kann zwar... Boah, es gab eh eine Möglichkeit, die zu transportieren. Also man konnte sie in Fässer abfüllen, die Fässer irgendwo hinfliegen lassen, die Fässer sich entleeren lassen und, und. Aber dann bräuchte ich trotzdem immer noch ein Gebäude neben den Fabriken. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das heißt, ich lasse alle Sachen, die mit Flüssigkeiten zu tun haben, also mit diesen ganzen Bob-Flüssigkeiten, die lasse ich einfach hier in den Ruinen der alten Lavalampe. Das heißt, du bleibst da und packst das Ganze bitte aber nicht in eine graue Kiste, sondern in eine rote. Damit die Dinger später nach oben geflogen werden können. Genauso du auch nach oben. So. Weiße Bretter hier. Könnte ich eigentlich genauso lassen. Das ist ein geschlossenes System. Ja, werde ich vorerst so lassen. Langfristig aber auf das werde ich umbauen, weil ich mag es nicht, wenn ich Sachen habe, die ich ordentlich oben in Reihenglied aufbauen kann. Wenn sie dann irgendwo nochmal sind. Aber das bleibt vorerst so. Weiße Bretter kommt da. Die Transistors stelle ich jetzt oben her. Die Zäpfchen und die, was seid ihr überhaupt? Silicon Wafers, die kann ich auch oben herstellen, genauso wie dich. Also ich kann alle Subkomponenten für die Transistors oben nicht herstellen, weil diese grauen Puscheldinger hier aus Calciumchlorid, die brauchen wieder eine Bobflüssigkeit. Also das bleibt auf jeden Fall hier unten. Du arbeitest nicht, weil keine Puscheldinger gebraucht werden. Ja, das ist okay. Ich muss dich mal zu einem langsamen Ärmchen machen. Was? Ach Mist. Das war ein intelligentes Ärmchen, ha? Und intelligente Ärmchen sind immer zwangsweise schnell. Oder gibt es inzwischen vielleicht langsame intelligente Ärmchen? Ist ein komischer Request an einen Modder. Weil normalerweise machen wir immer das schneller, besser und so weiter. Aber gerade hier würde es mir jetzt helfen, wenn ich ein schnelles Ärmchen habe, das langsamer ist als normale intelligente Ärmchen. Die Extra Speed. Nee, das sind keine intelligenten Ärmchen, die habe ich nur hier. Na gut, schade. Dann muss der einfach noch schneller sein. Aber Extra Speed kann ich nur machen bei diesen Links-Rechts-Geschichten, oder? Tüftel ich gleich mal rum. Erstmal hätte ich jetzt hier ganz gerne wieder Carbon. Dann hätte ich hier Extra Speed. Aber nicht mit rechts und links. Es geht nur mit rechts. Deswegen sind die eckigen Klammern da, ne? Jo, Extras. Fast Extra Long Inserter. Extra Long? Okay. Extra Long Inserter. Ich will doch nur schnelle Ärmchen. Also schnellere als schnelle Ärmchen. Ich denke, ich muss in den Forschungstree reingucken. Das heißt, ich mache das jetzt noch von Hand. So, ein Carbon reingeschmissen. Das geht so nicht. Gib mir... Ich muss mal zu dem Kohlefeld. Also zu unserem großen Kohlefeld unten. Und da einen riesen Haufen Kohle abholen, wenn das überhaupt irgendwo sich staut. Und das da oben hinschmeißen. Weil ich denke, Fuelblocks sollten wir inzwischen genug haben, oder? Nö. Unerwartet. Okay. Ich wäre davon ausgegangen, dass das hier, ne, sich nach und nach mehr gestaut hat, weil ich hier schon eine ganze Weile nicht mehr reingeguckt habe. Das heißt, ich brauche mehr Kohle. Also noch eins von den vielen Projekten, die jetzt gleichzeitig laufen. Ist dafür zu sorgen, dass wir mehr Kohle bekommen. Damit die Kohle sich hier unten irgendwo staut. Aber das ist albern, oder? Wenn ich hier unten die Kohle abbaue und dann nach da oben fliegen lasse. Nee, ich nehme jetzt das Kohlefeld, das ich schon zigmal angesprochen habe, dass ich das irgendwann abbauen werde. Und diesmal werde ich es abbauen. Mit MK2 Drills, so. Und dann kommt die Carbonproduktion nach da oben und die Transistorproduktion mit allen Subkunden. Oh Gott, verdammt. Und die Transistorproduktion mit all ihren Subkomponenten außer dem Calciumchlorid-Puschelding kommt ebenfalls nach oben. Alter Falter. So, hier. Kohle, go, go. Einfach nur. Electric Mining Drill. Ähm,